Digga, was laberst du? Da kommt noch eine Kralle, Alter. Aber sind die Italiener normal so oder sind die einfach immer besoffen? Kann sein, dass ich gleich rausfliege aus der Map, aus der Seen. Na ey, Digga, ich bleib immer an diesen scheiß Dingern hängen. Geile Map-Auswahl, Marvin. Geile Map-Auswahl. Ja, also wie gesagt, wenn die alle dafür sind, ich würde sofort sagen, Abbruch und wir zocken eine normale X21, Digga. In euer Gesicht, Muchacho. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute mal wieder ein Warride, ja. Ein Monat haben wir kein Warride gezockt. Wir haben sozusagen Spinnenweben an den Händen. Außer Deko, der war ziemlich viel in seiner Hose unterwegs. Spinnenweben an meinen Eiern, also. Deko, ja, das ist ein wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Reis, Muchachos. Herzlich willkommen zurück zu GTA und ich wünsche euch schon guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Dienst, gute Besserung, guten Feierabend, guten Dusch, guten Fahrradfahren, guten Rauch, guten Urlaub. Nett, ich glaube, damit dürfen wir so ungefähr alles haben. Oh, Aufnahme startet. Digga, was ist das für eine Karre, Alter? Hey, wie man überdreht sich ja richtig krank, Alter. Man rutscht es einfach auf einer normalen Straßenschnur, wie soll man damit vorher fahren? Das ist eine richtige Dreckskarre. Also, das ist eine Map von René und René scheinbar liebt es, auch schön es bei Nacht hier funkeln zu lassen. Ja, warum hast du dich Tag eingeklärt? Konnte ich nicht, du Saftauge, Alter. Okay. In der großen Tube ist oben ein Flugzeugpunkt. Okay. Die Frage ist, ist das true? Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück, ne? Ah! Ja. Ich komm zu. Nein, okay, ich dreh noch eine Runde. Ich fahr nach oben. Sieh zu! Oh, ich überdreh mich! Nein! Ey! Digga, es ist wieder ein Genuss, Alter! Geil, dass wir wieder GTA spielen können, ey! Geil, dass Marvin wieder da ist! Alter, ich hab wieder einfach verkackt. So unlucky, ey. Einfach so mega unlucky. Ach scheiße, wir müssen danach noch so einen MG-Flip machen. Das geht doch gar nicht mehr hin, ey. Aber schön. Ich hab mich vorbereitet, Muchachos. Ich war einen Monat unterwegs und ich hab mir immer wieder Sachen aufgeschrieben, wenn ich dachte, okay, da kann man in der Folge drüber quatschen. Ja, richtiger smarter Boy, ne? Und als erstes habe ich mir aufgeschrieben, als allererstes. Rückweg. Ja. Klingeltöne, maximal Lautstärke in der Öffentlichkeit. Digga, Richtung Italien, Schweiz hat jeder, ja, das Handy auf maximale Lautstärke. Das kennst du ja hier in Germany schon gar nicht mehr. Da hat man das ja irgendwie schön auf Vibrieren oder so. Ja, true. Und da geben die Leute einen Fick drauf, Alter. Die haben das wirklich auf maximalen Lautstärke und versuchen, ja, den ganzen Zug oder den ganzen Bus, egal wo du bist, mit zu unterhalten. Aber in Italien, ich sag mal so, die Leute in Italien, die Menschen sind ja auch einfach so sehr, in den Konversationen schon laut, viel am Rumgestikulieren und sowas. Oh ja. Es ist schon eine andere Kultur da, was das angeht. Vielleicht kommt das deswegen. In Deutschland ist das ja eher unhöflich. Wenn da quasi man was vom Gespräch seines Nachbars mitbekommt, dann ist das. Ey, du man sich persönlich angegriffen. Ey, warum machen wir das schon wieder mit Kontakt, Digga? Warum machen wir das mit Kontakt, ey? Ja, also ich möchte kurz daran erinnern, dass ich der Erste war, der darunter gelitten hat. Und zwar von dir, Marvin. Ich hätte dich da eigentlich nochmal wegballern müssen, ey. Oh fuck, Digga. Komm mit dieser Karre null klar, ne? Es ist der Wahnsinn. Echt? Ich komm mit dem Karren. Ja, ey, Fall zurück, ja. MG verkackt. Hau mich nicht schon wieder da weg. Bleib da stehen. Ja, weiß ich nicht. Also ich mache jetzt halt den Wallwechsel, ne? Was soll ich machen? Ey, wie? Digga, ich fahr den Wall und er dreht sich einfach. Also ich habe mein Handy nicht auf stumm, sondern ich habe es immer auf Vibration. Aber selbst das bekomme ich nicht. Aber das ist doch Vibration, also ist doch stumm. Ja, nicht stumm ist für mich so, dass gar nichts ist. Keine Vibration und kein Sound. Aber das hat doch keiner, oder? Also irgendwas muss man schon mitbekommen. Also mein Handy ist durchgängig auf Vibration. Ja. Ich habe auch so eine geile Handytasche, die kann ich quasi unter meinen Hoden spannen. Und dann, Das ist eigentlich eine geile Geschäftsidee wieder, oder? So ein Hoden.
Hoden-Handy-Taschenhalter. Digga, was für ein Digga? Ich fahr einfach zurück, Digga. Scheiß drauf. Oder? Nein, auf gar keinen Fall, Alter. Ja, aber wenn es dann hast du quasi so doppelt. Also erstmal bekommst du immer mit, wenn es vibriert, und außerdem hast du noch ein gutes Gefühl, wenn es vibriert. Es ist eigentlich doppelt gemoppelt. Okay, ja, dann mach dich selbstständig mit dieser Idee. Ich find's eine super Idee. Mach, baller dein ganzes Eigenkapital rein, was du so hast. Ich muss erstmal ein bisschen Prototyp. Ich kann den Prototyp das übergeben. Oh, ey. Alter. Ey, das, Digga, ich Mann, das kotze so einfach. Haben wir nicht schon mal irgendwelche Häkelsachen geschenkt bekommen von den Zuschauern? Gibt es irgendwen, der häkeln kann und mir so eine Hoden-Handy-Halter-Tasche häkeln würde? Warum häkeln, Alter? Ja, häkeln, weil so geil, es ist halt einfach. Ich kann natürlich auch zu irgendwie über Temu oder sowas zu so einer chinesischen Fabrik gehen und mir da erstmal 1000 Stück bestellen, dann hoffen, dass ich sie loskriege. Aber ich kann ja zum Testen auch erstmal eine häkeln lassen. Ja, dann häkel doch selber, wenn du sagst, das ist einfach. Oh, ich kann nicht häkeln! Digga, können wir jetzt mal bitte. Können wir mal bitte Regeln festmachen? Was man hier jetzt machen darf, die ganze Zeit olgern wir uns hier weg, ja? Die ganze Zeit. Also, ich wurde erst einmal weggeholt. Erst einmal, Digga? 5-6 Mal mindestens schon. Dafür von dir. Vielleicht ist es Karma, Marvin, weil du zuerst weggeolgert hast. Du hast mich danach viel weiter weggeolgert. Das will ich auch nochmal dazu sagen. Ich hoffe, ich treffe dich hier gleich. Ich hab dich 3 Meter später weggeolgert. Beim Wort. Ey, du mieser Schwanzlutscher, Alter! Okay, ey. Oh, ich hab's vermisst, Alter. Ein Monat lang keine Wages von Deko, das war ja schlimm, war das. Back! Ey! Ein Himmelkopf, das ist unfassbar! Digga, da holen wir beide direkt weg, ey. Okay, wollen wir jetzt mal ein bisschen serious wieder spielen? Okay, warte mal. Nee, was für Spielen? Wo das Gesprächsthema? Wo war das eigentlich? Jamba. Das hat mir gerade. Achso, hier, Italiener und Handy laut. Ja. Deswegen stell dir mal vor, jetzt hättest du die Idee mit Jamba. Aber ich glaube, Marvin ist so ein Typ, du hast dein Handy auf stumm, oder? Ja, immer. Weil du bist so schlecht zu erreichen auf dem Handy. Ich hab's auf Vibration, aber... Ja, stimmt. Dauert teilweise lange, bis Marvin auf irgendwas. Oh, ich bin direkt hinter Deko. Komm. Komm, Marvin, Digga, doppelt jetzt. Digga, wie spring ich denn raus, Digga? Im Doppel, Marvin, im Doppel, wir schaffen das. Ich bin schon längst draußen. Nein, ey, ich bin ein bisschen scheiße gelandet. Ja, komm, ey. Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob wir nicht oben abspringen. Nein, tun wir nicht, ich war ja schon da. Du warst schon da? Ja, du okay. Musst da eine Koralle machen. Deswegen sag ich's ja. Nein! Okay, ey. Da habe ich ein kleines Problem. Okay, also in Deutschland jedenfalls ist ja Handy auf laut haben, Musik übers Handy in der Öffentlichkeit abspielen. Oder auch sich übermäßig laut am Handy unterhalten. Ist quasi unhöflich. Ja. Da wirst du direkt schief angeschaut. Bin ich selber auch unhöflich. Nicht so, ich dass muss, ich das... Ja, ich bin da dafür. Ne? Ja, ich... Also, ne? So, also, ne, wenn du in Deutschland... Wow! Wenn du in Deutschland quasi... eigentlich mal sagen, wie, warum auch immer, ob das das Handy ist oder irgendwas anderes, unnötig laut bist in der Öffentlichkeit, wo du andere Menschen störst damit, dann muss ist das unhöflich. Sein. Dann bist du in Deutschland unten durch. Ja, irgendwie schon. Deko will gepflegt hinten im Bus ganz laut seine Musik hören. Habe ich früher gemacht. Ja, war's also. Das gehört auch damals dazu, ne? Also. Früher? Nein, Digga! Ich bin beim Hochfahren. Wollte ich Koralle machen, habe ich mich überdreht. Aber in Italien ist das normal, oder was? Was heißt normal? Ich habe auch nur das mitbekommen, was ich mitbekommen habe, ne? Ich kann nicht für die ganze Italien sprechen, aber das, was ich mitbekommen habe, war, dass das so gut wie jeder gemacht hat. Ja, in Italien ist alles generell ein bisschen lauter. Also, damals mit den Eltern essen gewesen, da geht die Nummer ja erst so ab. Babidi-Bo! 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 Da ist Lautstärke in dem Restaurant gewesen. Also, jetzt ernsthaft. Also. Ich glaube, im Restaurant ist es. Ich fahr unten. Oh. Ey, das da müssen wir jetzt was festmachen. Rausfahren unten oder gib mir irgendwie eine Regel. Rausfahren unten, ja, Selbstfahrgebot. Okay. Aber ich muss da oben jetzt. Ja, ich bin weg. Ich hab verkackt. Oh, aber ja, bitte. Italiener sind wirklich recht laut. Ja, die sind ein bisschen lauter einfach, ne? Ja. Ja, wenn wir Deutsche auch einen getrunken haben. Na ey, fick mich! Ja, da sind wir kein Deutsch besser. Auch laut. Das ist nicht aber das schaffen die Italiener aber auch. Aber sind die Italiener normal so oder sind die einfach immer besoffen? Nee, die sind nicht besoffen. Also nicht immer, ne? Würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, ne? Auch eine vage, eine interessante Aussage auf jeden Fall. Ja, gibt es irgendwas so. Was trinken denn Italiener? Warte mal, was muss ich jetzt machen? Ich fahre nach oben jetzt?
Hier. Du musst eine Koralle machen. Nein. Bei dem, warte mal, wann? Oh, Alter, wieder verkackt. Das ist auch schon zweimal verkackt. Alter, okay, das hab ich. Ich hab eiskalt. Dann wieder runter und dann musst du einfach nur geradeaus durchfahren. Digga, bitte, lass bitte. Ja? Ja. Lol, ist das lächerlich. Ah, wo der MG kommt, quasi einfach geradeaus durch. Hä? Glaub ich. Hey! Glaubst du? Hey, Digga, was laberst du? Da kommt noch eine Koralle, Alter. Oh. Hey, da kommt noch eine Koralle. Ja, du fährst dann nach unten und dann kommt da noch eine Koralle. Ey, Deko, warum tust du mir das an? Beim Runterfahren noch eine Koralle? Nein. Hä, warte du? Hier. Ach da, da ist noch ein Korallenschild. Okay. Ja, aber da war ein Schild dran. Ja, ich dachte aber bei dem... Ah, ich hab dich falsch verstanden. Leider, muss man dazu sagen. War mein Fehler. Kopf, bei dieser Edward-Wand dachte ich, da einfach nur geradeaus durchbrät sind. Nee. Deswegen habe ich ja gesagt, da wo der MG-Flip war. Nein, den habe ich richtig scheiße also gedacht. Also beim MG-Flip ist quasi noch eine zweite Koralle. Ja. Ja? Warte. Oh. Nein. Ey. Ich krieg langsam wirklich die mittelschwere Schaffenskrise, ne? Es ist unfassbar. Und jetzt hier wieder eine Koralle. Ey, Digga! Ey, ist es doch aber nur so beschissen wegen dieser scheiß Karre, Alter! Ey, die Karre ist einfach, ey. Die Karre ist so kacke, Alter. Was ich übrigens auch noch rausgefunden habe, in Lugano, das ist in der Schweiz, aber an der italienischen Grenze, deswegen... Ich finde, das hört sich auch viel italienischer an, der Name. Ich dachte, es wäre Italien. Ja. Das ist wirklich direkt an der Grenze und da spricht auch fast jeder Italienisch. Das finde ich auch immer super weird, wenn du in einem Land bist, was eigentlich noch... zu einem anderen Land gehört, aber du das Nachbarland, die Nachbarlandssprache dann sprichst. Ja, vielleicht waren die ja vor 200 Jahren oder so mal italienisch. Naja, in der Schweiz sprichst du mehrere Sprachen, ne? Häufig, Französisch, ja. Deutsch und Italienisch. Also es kommt halt drauf ab, wo du dich dort aufhältst. Und Käsefondüisch. Und Käsefondüisch, genau. Klassiker, ja. Jetzt auf jeden Fall waren wir... Ich hab gestern beim Einkaufen Käsefondue gesehen und dachte mir so, boah... Doch. Aber du hast halt einfach 8 Trilliarden Kalorien, ey. Also, was ich sagen wollte, wir waren dort in einem Airbnb und du hast ja immer so WLAN-Passwort, bla bla bla. Und dann stand da aber maximal pro Tag... WLAN-Passwort, Papi Nikubi. maximal pro Tag 1,5 Gigabyte. So, hä? Warum ist das begrenzt, Digga? Dann habe ich ihn mal gefragt, warum das begrenzt ist. Und ich kann auch nur wieder dafür sprechen, ne? Und er meint es aber relativ normal. Die haben dort... nicht eine Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern die haben alle todesmaximal Fullspeed, aber die haben dafür eine Datenmenge-Begrenzung. Okay. Digga, das ist ja so, das sind so richtige Telekom... Bestimmt haben die auch Telekom, Alter. So richtige Telekom-Geschäftspraktiken, Alter. Es gibt natürlich auch Unlimited, ne, dann zahlst du eben ein bisschen mehr. Ja, stell dir aber vor, ja. Du hast einfach Glasfaserleitungen da liegen, hast geiles Internet, aber kannst einfach nur 2 GB am Tag nutzen. Ja, jeder hat aber dort geiles Internet. Das ist eigentlich doch gut, dass das nicht gedrosselt wird, erst einmal. Aber dass es dann wieder so limitiert ist, ist nochmal aufgeschissen. Digga, ich war auf Malle mit meinem Geil. Mittlerweile. Ich weiß gar nicht, hab ich das erzählt? Als du noch da warst oder war es schon nachdem du weg warst? Ich habe mein Internet-Tarif, mein Vodafone-Handy-Vertrag, kostet jetzt mit unbegrenztem Datenvolumen nur noch 20 Euro. Alter, was? Auch im Ausland? Im Ausland, ja. Also deswegen, Alter. Ich war ja auf Malle. Okay, das war noch Europa. Auf Malle also quasi, genau. Ausland? Es ist im europäischen Ausland. Ah, okay, ja. Hab ich ja auch, hat jeder. Scheiße. Für normales Ausland Mann. Kannst du das dann wieder zubuchen. Jedenfalls konnte ich auch auf Malle mein unbegrenztes Datenvolumen nutzen und konnte Netflix gucken und sowas da. Ja, also eigentlich kannst du immer das, was du zu Hause hast, auch im europäischen Ausland nutzen. Mittlerweile schon, ja. Aber halt, wie gesagt, ich hab da ja angerufen. Eigentlich hatte ich ja, ich habe so einen Artikel gelesen, dass sich die Internetvertragskosten nach der normalen Vertragslaufzeit in der Regel um bis zu 30% erhöhen. Okay, aber crazy. Der Durchschnittskunde bekommt es halt nicht mit. Habe ich in meinem Vodafone-Teil mal reingeschaut, habe gesehen, okay, meine Vertragslaufzeit ist schon zu Ende eigentlich. Ja. Hab dann da angerufen, hab gesagt, hier, ich will kündigen. Ey! Und dann habe ich ein besseres Angebot bekommen. Für meinen Internetvertrag zahle ich jetzt 20 Euro weniger auch. 20 Euro weniger? Ja. Gleicher Vertrag wie vorher, 20 Euro weniger. Und habe dann aber auch gesagt, ich möchte auch Handy machen.
hat sie mir alles klar gemacht, 10 Euro günstiger, von 40, also 39,90 runter auf 29,90. Ja. Und das ging aber dann, weil das eigentlich eine falsche Abteilung war dafür, anscheinend nicht durch. Ich habe für den Internetvertrag eine Bestätigung bekommen per E-Mail, für das Handy-Ding aber nicht. Hab dann am nächsten Tag nochmal da angerufen, kam dann erstmal wieder in so einer normalen Leitung an, wo die mir gesagt haben, ja, also ich kann Ihnen hier das Sicherheitspaket noch raus, dann kriegen Sie 1 Euro günstiger, mehr kann ich nicht für Sie tun. Ich so, hä, wie, ich hab doch gestern aber ein anderes Angebot bekommen. Und dann weiter, ja, also, kleiner Tipp von mir, geben Sie mal einfach an, dass Sie kündigen wollen und dann rufen Sie morgen nochmal an. Dann haben wir vielleicht ein besseres Angebot für Sie. Und habe ich das also gemacht. Allerdings nicht am nächsten Tag angerufen, sondern direkt, weil wenn du das bei Vodafone einstellst, dass du kündigen willst... Scheiß auf, so lange will ich nicht warten, Alter. Nee, du bekommst dann so einen Kündigungsassistenten. Also du musst quasi, okay. Du kannst in der App oder an der Webseite einstellen, ich will kündigen. Und dann bekommst du Telefonnummer zu deinem Kündigungsassistenten, da musst du anrufen. Ah, doch, davon deine Kündigung ich schon mal gehört, bestätigen, ja. Telefonisch schon mal quasi. Allerdings nutzen sie das halt auch bestimmt, um die beste Angebote zu machen. Ich habe mir was gesagt, ich will kündigen. Ich habe denen gesagt, ich habe ein bestes Angebot bekommen bei Telekom. Ich bekomme diesen Vertrag bei Telekom für nur 30 Euro im Monat. Komplett gelogen. Ich habe bei Telekom nicht angerufen. Außerdem ist es in der Regel teurer als Vodafone. und dann meinte sie, oh ja, ich schaue, was ich machen kann. Und dann wollte sie anscheinend Telekom noch unterbieten, hat mir nicht das ganze 10 Euro günstiger gemacht, sondern nochmal 10 Euro günstiger als Telekom. Sodass ich jetzt halt für meinen Handyvertrag nur noch 19,90 Euro bezahle. Digga, Alter, er ist richtiger Bazar. Digga, richtig Glück gehabt, Alter. Stufe 20. Alter, also ich finde, in Deutschland ein Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 20 Euro. Boah, ich hab's, Alter. Kann man nicht meckern, eigentlich. Ich hab's eigentlich gerade auch schon gehabt, Aris, ey. Aber ich hatte danach zu wenig Speed, ey. Richtiger Safthaufen. Und ich hab's halt, wie gesagt, dann benutzt, um auf Malle dann mit meinem geilen, günstigen Handytarif meine ganzen Serien auf meinen Fernseher zu streamen. Digga, auch nochmal ganz kurz das andere Thema. Wir haben in dem ganzen Urlaub nicht ein einziges Mal den Fernseher angemacht. Nicht ein einziges Mal. Das ist auch schon crazy, ne? Aber schon, ja. Weil ihr am Tablet geschaut habt oder habt ihr einfach gar nichts geschaut? Wir haben gar nichts geschaut. Ey! Habt ihr gelesen? Was macht ihr denn? Ja, wir sind relativ früh mal schlafen gegangen, ne? Wegen dem Kleinen. Also, okay, wir sind immer so gegen 8, halb 9 also pennen gegangen. Digga, Alter, 8, 9 pennen. Stell dir vor, gehst um 20 Uhr schlafen. Du bist schon so ein Rentner, dass du um 20 Uhr schlafen gehst, Alter. Ja. Digga, zweimal war ich schon komplett durch. Ne? Ich lande bei der zweiten Koralle einfach, wenn ich gerade ausfahre, lande ich immer unten drin. Das muss irgendwie weiter oben dagegen prallen, habe ich das Gefühl. Digga, ey. Aber ich habe noch nicht einmal die Koralle der Spirale geschafft. Nichts? Echt nicht? Nee. Ich fand die super einfach. Ich flieg immer raus. Lenkst du dann direkt gegen? Also ich muss immer so krass gegenlenken mit der Maus. Ich mache auch eigentlich nur mit der Taste, also nur beim Lenken quasi, lenke ich ein. Ich mache nicht Bremse. Ja. Und trotzdem fliege ich immer instantly raus. Vielleicht muss ich noch ein bisschen noch sanfter sein, Lenkbewegung. Ich habe die einfach nicht Fullspeed gemacht, also. Aber geil, genau. Dass René wieder was zusammengebastelt hat für uns. 20 Minuten Challenge, haben wir den ersten Punkt geschafft. Ja, liegt aber nur an der Karre, ja, Alter. Ja, es liegt nur an der Karre. Die Karre ist aber auch wirklich scheiße. Also die Karre ist richtig scheiße. Alter, also man... am Rutschen ohne Ende. Es ist wirklich, als würde man auf so einer Eisfläche fahren. Ne? Ja, aber das ist, glaube ich, gemoddet. Der ist nicht so eigentlich. Doch, ist er. Nein. Doch, das ist eine riesen... Ich drehe mich einfach zweimal, Alter! Ich will die scheiß Koralle machen oben und ich drehe mich zweimal, um dass ich wieder vorwärts fahre. Können wir diese Map abbrechen? Digga, 30 Minuten sind immer noch beim ersten Punkt, Alter. Digga, ich würde dabei eigentlich. Ey, diese Karre ist so ein Müll, Alter. Wirklich. Auf gar keinen Fall. Aber wenn, dann müssen wir uns da jetzt beeilen, weil ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Stunde reinzusetzen und dann abzubrechen. Nee, ihr brecht gar nicht ab, Alter. Ja, lass Aris die schnell zu Ende machen und dann machen wir hier Feierabend. Da lacht er. Ja, nix da. Die Folge, die kommt, Alter. Ja, kann ja auch bei dir kommen. Ja, bei euch auch. Du kleinen Muschis. Also bis jetzt kann sie bei uns nicht kommen. Ich bin übertrieben schlechter Schako da bei euch, weißt du? Und jetzt, wenn ich mal einigermaßen in Anführungszeichen glänze... Du hast einmal Glück gehabt bei einem Punkt, ja? Was für Glück? Das ist doch kein Glück. Wenn ihr wisst, dass der Bumper kommt, einfach mit der Schnauze ein bisschen nach oben gucken. Und bevor der Impact ist, einfach schon directly Gas geben. That's it. Problem gelöst.
Problem gelöst, ey. So ein Saftauge, Alter. Ja, Problem ist erstmal, ich fahr gerade hier, kommen wir zum Wortwechsel. Ey. Das Problem ist bei der Karre einfach die Kontrolle. Ja. Das ist aber auch das, was ich hier habe gerade. Kann sein, dass ich gleich rausfliege aus der Map, aus Versehen. Ja, ja, aus Versehen. Versucht ihr die ganze Zeit die Korallen Fullspeed zu machen? Nee, ich gehe vom Gas. Die letzte ist einfach das Problem bei mir. Davor gar kein Problem. Auf der Spirale gar kein Problem. Ich komme wieder runter. Also ich an eurer Stelle würde das mit halber Geschwindigkeit versuchen. Das hat funktioniert bei mir. Und da war auch ein bisschen mehr Kontrolle im Fahrzeug. Nee. Digga, aber ich habe einfach keine Kontrolle mit der Karre, Alter. Ich kann nicht, wenn ich jetzt die Koralle geschafft habe bei dem zweiten Teil, dann noch irgendwie sagen, okay, ich fahre jetzt rückwärts, ich fahre noch ein bisschen nach oben oder so. Ja. Es geht einfach nicht. Ich kann die Koralle machen oder bin ich, wo ich bin. Und entweder ich bin an einer guten Position, gut ausgerichtet oder halt nicht. Und im Moment, bis jetzt ist es so, dass ich dann nicht gut ausgerichtet bin. Ich war jetzt schon wieder, eigentlich war ich gerade ausgerichtet, zum Fahren wäre es nicht schlecht gewesen, aber ich war ganz unten am Rand. So, jetzt versuche ich es nochmal. Koralle, komm. Koralle, gib ihn. Komm, zieh. Nein, ey. Ich versuche mich gerade in dem letzten Augenblick noch nach oben auszurichten und dann bumpst der mich schon wieder nach vorne, ey. Geile Map-Auswahl, Marvin. Geile Map-Auswahl. Ja, also wie gesagt, wenn die alle dafür sind, ich würde sofort sagen, Abbruch und wir zocken eine normale X21, Digga. Jetzt komm, hol den Punkt, Alter. Oh. Ja, ja, ich hab's! Ja! Ja! Also, geht doch, Digga. Was? Ey. Was? Ich bin jetzt auf der weißen Spirale. Wo ist der Punkt? Oben oder was? Oben. Oh. Oben. Ja, oh, leck mir die Eier, Alter. Digga, das war so eine ununterhaltsame Fickscheiße, Alter. Oh ja. Ey, oh, und jetzt kommt mein Lieblingspart in GTA. Rückwärts fahren. Rückwärts Wallride fahren. Digga, nein, ey. Aber endlich kommen wir uns nicht mehr entgegen, ey. Finally. Nein. Ey, dieses Lenken mit der Maus jetzt, Digga. Ey, es ist wirklich, als hätte René sich gesagt, okay, so, wie machen wir jetzt eine Map, bei der man maximal keinen Spaß hat? Okay, erstmal nehmen wir den Virtu, okay, und dann, ja doch, bei Punkt 2 machen wir Rückwärtsfahren. Das ist, glaube ich, ganz geil. Was ist hier jetzt schon wieder? So oder was? Ja, nein, 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 komm. Oh, oh, nein! Ey, da hinten ist es schon vorbei? Okay, den zweiten Punkt könnte ich schnell schaffen. Okay. Also, wir waren ja gerade noch beim Thema Handy, ne? Also. Ja. Von einer Stunde oder so, ja. Es wird ja alles rausgekannt zwischendurch. Du hast einfach plötzlich den Punkt, Dego. Ja. Und davor war Handy-Thema. Okay, ja. Ding, ja. Ja, 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 ne, ja, ja. Ja, kannst du mal sehen. Feinste Magic. Und das Problem ist, wir waren ja in der Schweiz. Ich hatte es auch schon in meinen Stories erzählt. Ja. Und als wir in die Schweiz reingefahren sind, meinte meine Frau so, ey, Marvin, ich würde auf jeden Fall Datenroaming ausmachen. So, ja, wir sind doch gleich im Apartment. Mach ich gleich. Gut, sind wir in einem Apartment gewesen. Dann war das eben das Apartment mit den nur 1,5 GB nutzen, ne? Ja. Mich eingeloggt, so WLAN gesnackt. Also, alles gut, alles easy. Habe ich ihm noch Fotos geschickt, so, yo, da habe ich geparkt, ist das in Ordnung da? Also nein, da musst du sofort verschwinden, bla bla bla. Okay, dann meinte er, ich muss in die Tiefgarage fahren, alles natürlich, alles gut, gut. Bin ich vor die Tür gegangen, wollte das Auto umparken, hat uns noch ganz viele Bilder geschickt, so, da musst du parken und das gilt zu beachten, bla bla bla, ne, so die ganzen Bums. Das habe ich alles heruntergeladen, als ich nicht mehr im WLAN war, als ich sozusagen in meinem normalen Roaming war. Zack, SMS bekommen. Ja, aber du hast doch Roaming ausgeschaltet. Nein, hatte ich ja noch nicht, weil ich dachte so, ja, mach ich dann. Zack, SMS bekommen. Sie haben das Limit von 60 Euro erreicht, bitte. 60 MB meinst du? Nein, 60 Euro.
Sie haben 60 Euro erreicht. Du hast nur fürs Runterladen deiner komischen Bilder da 60 Euro aus. Das ist dann so, das ist die Notfallschaltung so, ne? Hey, leck mich! Du hattest, glaube ich, auf Insta eine Story diesbezüglich. Ja, genau. Ich hatte ein paar Stories gemacht. Geil. Und dann Euro, wird Roaming deaktiviert. Das ist so ein Selbstschutz, ne? Dass du nicht wie damals, wenn du, als es noch andere Verträge gab, dass du nicht in Spanien bist und da so unterwegs bist, kommst nach Hause wieder, hast plötzlich eine 3000 Euro Rechnung. Hast plötzlich eine 3000 Euro Rechnung. Hallo, Mister! Und dann wird Roaming komplett ausgestellt. Jetzt war es so, dass wir danach der Schweiz nach Italien gefahren sind und wir natürlich Google Maps nutzen wollten. Zack, in Italien. Geht ja eigentlich wieder, ne? Ist innerhalb der EU, da funktioniert mein Internet wieder. Hat's aber nicht, weil Roaming deaktiviert wurde. Wir also vollkommen lost, weil wir nicht zu unserem Hotel gefunden haben. Zum Glück hatte meine Frau noch so eine Offline-Map. Man muss nämlich dann, wenn die Sicherheitsscheiße dazu schlägt, muss man da erstmal anrufen und mit denen fertig machen. So, ja, bitte diese Sicherheitskacke wieder zurückschalten. Und erst dann funktioniert das Roaming auch wieder in Ländern, wo man nicht zahlt. Wie heißt dein Anbieter? Winsim. Ja, okay. Was daran so lustig? Das ist sowas, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Oh, ich hab's auch, Digga, ich hab's auch! Finally. Der nächste Punkt war einfach. Oh, hattest du? Hattest du einfach, ja. Easy, first try, würde ich sagen. Nach 37 Minuten, let's go. Okay, Winsim. Was ist das? Aldi oder Rossmann oder sowas? Digga, das hat doch... Also worauf willst du hinaus? Wie? Ja, was das für ein Anbieter ist. Ja, aber warum? Also was? Einfach aus Interesse. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, um zu wissen schon mal, bei wem dieser scheiß Service ist. Hä, das ist doch bei jedem. Das ist überall so, wenn du so einen Sicherheitslachs drin hast. Ist doch nur smart, sowas zu haben. Also ja, zumindest hätte ich mir damals dann mit 15 meine Sommerferien im Garten gespart, um meine 600 Euro SMS-Rechnung abzubezahlen, ja. Aber 600 Euro geht ja sogar noch einigermaßen, muss ich sagen. Was? Nicht, wenn du dafür für 5 Euro die Stunde abarbeiten musst. Ah, das stimmt, das stimmt. Alter, diese Karre, ne? Aber ich find's auch krass, dass sie erst, also dass deine Sicherung erst bei 60 Flocken greift. Ey, wie geht der letzte Sprung denn bitte? Ah, den letzten Sprung habe ich echt. Das wäre fast First Try gewesen, ey. Schade. Das sind nur Bäume, weil ich zwei Stück. Ja, ich hab den zweiten Bäume. Ja! Ey, da ist so eine dünne Fickscheiße, Alter. Was kommt dann noch? Da hat Ares so lange gebraucht. Ares, wie schlecht bist du, Alter? Sagt er, der erst in Minute 37 den ersten Punkt gekriegt hat. Ja, Digga, wie lange hast du denn für den? Fuckerle. Digga, also wirklich, dass du so lange dafür gebraucht hast, ist schon ja, sehr, sehr gut. Ja, komm erst mal jetzt hier ran, wo die Erwachsenen spielen und dann reden wir weiter. Also bis jetzt finde ich den Punkt auch einfach. Also jetzt bin ich wieder bei dem Wallwechseln. Weißt du richtig, was kommt? Ich hab leider gerade erst durch diese dünnen Dinger da fahren verkackt. Ey, und ich hab's Second Try, Leute! Second Try! Ach, Silan, hast du nochmal gebraucht? Wo sind wir jetzt bei unseren Großeltern? Wo sind wir? Wo sind wir, Ares? Das heißt, wir kommen Ares. Wir hier zu dritt entgegen. Ne? Ares, wo sind wir jetzt? Ares? Nur, ich frage für einen Freund, wo sind wir? Ares! Digga, halt's Maul jetzt! In Italien, ich komm die schwarze Spirale runter. Okay. Dann solltest du dich beeilen. Bin weg. Super. Ares, wo sind wir? Vor dir sind wir. Oh. So, warte. Digga, du musst den Ey! Oh. So ein Nein, ich wollte mich doch retten! Ja, das wäre eine Boxer gewesen. Hä, warum? Ja, weil ich will da hier eine Arschstellung machen. Ich glaube, ich spinne, ey. Jetzt hä, ist das aber. Digga. Nein! Ich hab die Koralle zu spät gemacht. Ist das dann vorbei? Ich weiß nicht. Es ist ja wieder richtig einfach, Alter. Also wenn nach der Koralle da nichts mehr kommt, außer zum Punkt zu fahren, dann... Das wäre jetzt hart albern irgendwie. Ist easy. Das wäre so hart albern. Ich bin jetzt arschlang an diesem Punkt, ne? Das ist... Wie weit warst du schon? Ich hab auch eine Koralle da gemacht. Aber ich hab danach verkackt. Beziehungsweise ich hab die Koralle verkackt. So war das. Komm! Die oben oder die unten schon? Die unten. Okay. Schon wieder. Hallo! Ja, ich hab's jetzt auch verkackt, die Koralle unten. Ares, wo sind wir nochmal? Bei den Großeltern? Scheiß auf. Nein, jetzt hab ich doch. Ach komm, fick dich, ey. Okay, wo waren wir beim Handy, ne? Bei den Großeltern.
Hä, was für Großeltern? Ja, Ares meinte doch, wir sind jetzt bei den Großeltern. Hä, ich hab rein gar nicht vom Großeltern gequatscht. Nein. Okay, könnt ihr mir sagen, was da jetzt kommt? Eine Koralle, oben eine Koralle. Ja, und dann? Dann fährst du in Emchi runter, da bist du an der Spirale. Okay, warte, ja, ich fahr jetzt... Eigentlich alles super easy. Ja. Ach, du machst... Hä, wo hast du die Koralle jetzt gemacht? Unten, wo sie Ares gemacht hat. Ach, die oben. Ja, hab ich auch davor gemacht. Ich komm jetzt gerade hoch. Okay, ich fahr unten. Ich fahr oben. Ja, okay, ich fahr jetzt nach unten. Nein, wieder zu spät, Digga! Fick mich doch nicht alle, Alter! Also, ich fahr jetzt nach unten. Du fährst denn hier unten ab? Ja. Emchi? Gib mir doch keine Tipps, Alter! Hallo, wir sind Brüder. Spirale runter, wow. Dann fährst du alles easy und dann kommt eine Koralle. Kein Voidmax auf so einem schwarzen Ding. Hey. Mach sie, sobald du die zweite Etage bei dem schwarzen Ding da hast. Ja, was? Ach da! Na, ich hab zu spät gesehen. Ey, Digga, fick dich, Alter. Die zweite Etage, was meinst du denn mit einer zweiten Etage? Das hat überhaupt nicht gerafft, Alter. Ja, weil der Vorwald noch eine Ebene dicker wird. Ja, das wäre vielleicht besser. Oh, fuck. Kacke. Aber warum ist denn Ares jetzt so lange hier? Ja, weil ich permanent überdrehe oder sonst irgendeine Scheiße. Das ist ja die Schwierigkeit. Diese Karre einfach. Hauptsache, ich mache Ares wieder die ganze Zeit. Ich find's so geil, Alter. Ey, jetzt bin ich wieder nicht dieses scheiß kleinen Ding da auf der Spirale nicht durchgekommen, warum Alter. Warum ich überhaupt darauf anspringe? Richtig ist unnötig, ey. Oh nein. Ey, Ares. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, aber du wolltest. Nein! Und es hätte den Falschen getroffen. Ich wollte dich auch nicht weghauen, falls das gerade dein Gedanke ist. Sah so aus, als hättest du mich weghauen wollen. Nee, ich wollte einfach nur ausweichen. Marvin weghauen wollen, aber ich war es halt gerade. Oh nein, jetzt ist Marvin auch hier. Ich möchte tatsächlich auf Marvin, mach schon wieder hier, bitte futsch raus, warum rutschst du nicht raus? Ja, fahr doch vorbei! Wo, warum? Will gar keinen raushauen. Digga, wie soll das klappen jetzt, ey? Ich fahr oben. Versuch oben zu fahren, Kommt, Alter. Haut ab. Wo bist du? Ich komme euch gerade entgegen. Fahr wo? Ich fahr unten, unten. Fahr unten. Komm, fahr. Ja. Nein, Digga, ich bleib immer an diesen scheiß Dingern hängen. Ich fand die aber auch total komisch. Ey, ich bin da jetzt von 4 Tries 3 hängen geblieben bei der Scheiße, wo? Alter. Diese scheiß schmale unten. Dinger da auf der Spirale noch. Recht? Da doch diese Absperrung, ja. Ja, weil sobald du musst nur minimal gegenstoßen, du wirst sofort auf 0 km abgebremst. Ja, und dann ist vorbei. Die sind irgendwie mit so einem Nein, noch eher Scheiß benetzt oder so. Digga, wie schnell muss man da bitte den Lachs machen? Oh, Ey, ich muss noch einmal da hinkommen, dann schaffe ich das. Ich krieg's auch gleich hin. Musst du an Ares vorbei. Erstmal, ja. Digga, nein. Nicht dein scheiß Ernst, Mann. Ey, Mann! Es ist einfach nur scheiße, weil wir wieder zu dritt hier sind, Ja, weil Ares wieder von irgendwelchen Großeltern erzählt, Digga. Du laberst doch über Großeltern, was machst du denn hier, Alter? Digga, Ares fährt sogar weiter. Nein! Ja, dein Arsch hol ich mir, Nein, lass mich! Ah! Okay, sorry, warum fährst du weit oben, Junge? Ich wusste nicht, dass du das warst. Ach so ein Ding ist das, ah. Warum hast du die Koralle schon vorher, du Idiot? Ich hab das bei Deko gesehen. Ich hab das am Anfang auch so gemacht wie du. Einfach so machen, easy peasy, let's go. Geht doch viel schneller. Also ich hab genau das Parallele bei euch abgeschaut. Das hab ich bei Deko abgeschaut so. Oh fuck, na Deko, ich weiß nicht. Oh ja. Digga, fickt euch. Oh, ja. Ey. Ihr seid eine miese kleine Schwanzlutscher. Oh mein. Warum? Aber nur von... Digga! Schon wieder diese Scheiße, Mann! Ich bin da nicht einmal hängen geblieben bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so, ey. Ich bin da erst einmal durchgekommen, Alter. Jetzt habe ich dieses Problem einfach. Ich will schnell machen, weil er mir hier schon wieder so massiv auf den Sack geht. Ah, hallo? Wo ist deine Kamera, Deko? Meine ist maximal weit weg. Meine auch. Okay. Bist du sicher? Ja. Okay. Nicht zu 100%, aber zu 99%. Ich bin schon sehr weit weg vom Auto. Müsste eigentlich die weit entfernte Kamerasicht sein. Okay, komm, die Spirale da runter. Wo bist du, Ares? Okay, ich hab's. Fall zurück. Was muss ich jetzt hier machen? Hier nein, ey! Digga!
Dass ey, wir einfach solche Menschen... so eine Reifen zerschießen, Alter, aber es geht nicht, ey. Nein. Das wird aber auch... Hallo? Beruhig doch mal deinen Arsch, doch. Ey, ey, da oben kommt noch ein MG-Flip, Digga. Ey. Echt jetzt? Ja, das heißt, Marvin ist immer noch nicht weg jetzt? Ey, da ist er wieder. Ey, René, 20 Minuten Challenge. Ich hab zu spät die Koralle, ey. Ich will bitte einfach nicht, dass wir uns hier rammen können, Alter. Jetzt fick ich hier wieder Ares weg. Ey, komm. Ey, Digga. Wie er es auch schon sagt und sich dann selber... Ja, weil ich schon gesehen habe, ich komme die Spirale hoch, Ares ist gerade beim Bumper. Da wusste ich schon, das Thema ist vorbei. Ey, war... Ey. Ah. Digga, in einer Art Scherenbewegung, Alter. Und dass Deko es auch noch geschafft hat, ey. Ja, ich mach das ja auch besser als ihr. Ich hab mir das so abgeguckt. Ja, aber von Falschen. Nee, Ares hat das auch nicht gemacht. So hattest du das doch gemacht. Nee. Hä, ihr beide habt das nicht so gemacht? Weil irgendwie hab ich das einmal so gesehen. Ja, Ares macht das so. Nein! Nein, er macht das auch nicht so. Doch, Ares macht die Koralle schon vorher. Nein, ich mach die erste Tube. Okay. Ich bin jetzt zum zweiten Mal... Durch diese engen Dinger durch. Oh, das hast du bis hinter mir? Oh nein. Wenn du vor mir bist, dann ja. Fickt euch da weg. Digga, Arsch, bitte Marvin, easy. Arsch, wo soll ich durch? Fahr nein, hier lang? Nein. Oh, danke. Leute, verpiss dich da los. Nein, ey, Digga. Ey, weißt du, wenn das jetzt letzte Punkt wäre, ne, würde ich sagen, okay, fick drauf, ich hör auf. Marvin kann das Ding jetzt beenden. Aber es sind ja einfach immer noch 25 Punkte. Warum geht hier immer das Licht aus? Lul. Wo seid ihr? Oh, ich hab den nächsten Punkt, ey. Oh mein Box Gott. Oh mein Gott. Danke, Deko, dass du mich da nicht weggeolgert hast, ey. Ich küsse dein Hintern, Digga. Ich küsse ja, einfach. Ich hab meinen Troll geopfert dafür. Ich küsse mich einfach selber, Alter. Oh mein Gott. Ihr wolltet doch die Map abbrechen. Ey, Ares, wo bist du? Ares, wo bist du? Komm doch mal zu deiner Großmutter hierher, Alter. Ich glaube, Ares wird jetzt abbrechen wollen, Marvin. Ja, das war... Komm doch mal zu deiner Großmutter hier. Ich bin dafür. Ich mach dir einen schönen Apfelkuchen. Siehst du das aus, Deko? Ja, ne? ich wär dafür hin. Raus. Ja. Ich mach euch jetzt einen schönen Apfelkuchen, ey. Kuchen, Alter. Okay, den nehme ich. Aha. Aber nicht zum Essen. Ah, das kommt doch hier erstmal zu dem Apfelkuchen. Exaktomente. Digga, jetzt hab ich Ares wieder vor mir, ne? Hä, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nein. Emschi? Nein, wo ist Ares? Ja. Wenn du den hast, dann hast du. Nein! Ey! Du kleiner verfickter Wein! Ey, nö! Ich hab keinen Bock mehr. Lass mal ab. Blaue? Nee, hoch. Schwarz. Ich hab die MG. Da ist ein MG. Du kommst erstmal durch so eine Mitte und dann. Oh, fuck. Ey. Durch die Mitte bin ich. Tube. Nein! Tube ganz oben. Oben MG-Flip kommt dann. Ja, MG-Flip, dann bist du durch. Ah. Digga, ich bin so. Ey, fick! Verfickte Scheiße, geiler Typ, Alter! Es ist unfassbar! Ey, lass doch mal jetzt abbrechen! Grade, ich hab mir gerade so eingestuhlt wegen dem MG, Alter. Lass mal jetzt abbrechen hier, ey. Ja, lass mal abbrechen. Ey, Ares, komm jetzt mal hier zum Apfelkuchen. Komm doch her hier. Hier, jetzt komm doch mal zu den, ne? Komm, wir zu den Waren Bros. Alter, ich kotz ab, ich war als erstes hier. Oh, ja, das ist schon ein Fehler in der Matrix gewesen, ey. Ja, genau. Wir mussten uns auch nach 3 Wochen GTA-Abschnitt wieder einspielen. Vorhin habt ihr doch rumgeheult, lass die Map abbrechen. Und jetzt sind die beide vor mir, diese Lachsnappen, das ist unfassbar. Ey, die Map ist aber auch schon scheiße. Die Karre ist scheiße. Die Map nicht, das würde ich nicht mehr sagen, aber die Karre ist scheiße, ja. Ah. Okay, von mir aus. Selten sind wir uns so einig. Nein! Ey, Ficker, oh, Arsch. Ey, aber letzte jetzt! Wir sind bei 44 von 53. Ja, dann seid ihr jetzt wirklich am letzten Punkt. 9 Punkte noch. So, ich komm jetzt gleich wieder zur MG. Jetzt durch. Oh, das wäre so schön, Digga. Das wäre so schön. Du wärst auch unbefriedigt. Warum? Weil ich Erster werden will. Ja, auf gar keinen, Digga. Du warst beim ersten Punkt schneller. Beim zweiten 1 von 3 bis hier. Ja, aber nein. Ich war die ganze nicht, Zeit vor. Nicht bei der Dauer. Nicht bei der Dauer vom Punkt. Du hast den zweiten Schlecken, Punkt schon, Alter, länger gebraucht als Marvin und ich. Ares, hol dir mal einen Apfelkuchen bei mir, ja? Ich schick dir das Rezept später per WhatsApp.
Ey! Nein, so weit runter. Alles hat das Game verlassen. Oh mein Gott. Scheiße. Ehrlich? Alles, du dieser Schwanzkrapscher, Alter! Ey, ich bin fast durch! Ey! Ja, aber auch ey, fast ey. Aber beide zusammen nicht geschafft. Ey, Alter. Ey, so, ey, ey, ich schwöre wirklich, Kacke. Wirklich richtig ja. Haarige Pilzsporeneier auf deine Augen, Alter. Alter. Ja, schade, haben wir beide nicht beendet. Halbe Stunde für den ersten Punkt, ne? Der hat mich so weggenudelt. Aber jetzt am Ende muss ich sagen, können wir häufiger mal wieder den Virtue auspacken. Nein. Auf gar das keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber Marvin muss, Ares muss geteabagged werden von irgendeinem Großvater, Alter. Auf gar so, keinen von Fall. So richtig 80 Jahre alten Schepphoden, Alter. Hey, ich kann auch nichts dafür, dass du die Map nicht findest. Schade. Doch, du bist der Einzige, der was dafür kann sogar. Oh, Muchachos, ich hatte meinen Spaß am Ende. Ich hoffe, ihr hattet den Spaß die ganze Folge über. Daumen nach oben, brezeln, schaut bei Ares vorbei, schaut bei Deko vorbei. Ihr wollt Spaß? Der Chat sagt, Deko, du kannst ja neu starten. Ey, René, 20 Minuten Challenge.